Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, kompostieren im Big Bag. Das ist ein Big Bag, wie er im Baustoffgroßhandel verwendet wird. Er hat hier an jeder Ecke eine sehr starke Aufhängemöglichkeit. Da kommt dann Sand oder Schotter hinein, hat eine Länge, habe ich gerade ausgemessen, 1 Meter. 80 cm circa hoch, 80 cm circa breit, also circa 600 Liter Fassungsvermögen. Den habe ich einmal jetzt vollgeschaufelt mit Material, was hier beim großen Komposter nichts geworden ist. Das ist über den Winter nur trocken herumgelegen und ist leider ausgetrocknet. Und wir brauchen zum Kompostieren natürlich gutes Material. Dann das zweite, was wir brauchen, ist Wasser. Ich schütte mal hier circa 5 Liter hinein. Und wir brauchen dann natürlich auch Wärme. Bei Kälte tut sich hier überhaupt nichts. Ich habe das schon öfters gemacht in kleineren Plastiksäcken, wo ich zum Beispiel den Grasschnitt hineingegeben habe. Das ist hier, da habe ich einfach solche Säcke verwendet. Was werden die haben? So circa 30 Liter Fassungsvermögen. Das ist mit dem Grasschnitt ganz gut gelaufen. Jetzt decke ich das hier mit einer Plane zu, die habe ich vierfach gefaltet. Ja, das ist schon eine alte Plane, die kann man für nichts mehr verwenden, aber für diese Zwecke ist sie noch gut genug. Und es soll ja auch nicht luftdicht abschließen, sondern nur so ein bisschen. Aber was natürlich auch wichtig ist bei dieser Geschichte, dass wenn ein Windstoß hineinfährt, dass er mir hier die Plane nicht wegweht, habe ich schon, das mache ich auch schon seit vielen Jahren, alte Automaten. Von alten Autos habe ich immer wieder Automaten gefunden und die habe ich einfach auf Holzstöße draufgelegt oder hier zum Beispiel auf dem Biomist und hier wird der Druck angenehm verteilt und wenn der Wind hineinfährt, so hier in die Mitte noch eine große oben drauf, dann hält das, übt ein bisschen Druck aus und hier ist aber doch noch genug Raum dazwischen. Die Folie habe ich aber so gemacht, dass das Wasser wieder hier hinunter rinnt. Ja? Also wie in einem Gewächshaus, dass das Wasser eben nicht raus kann und der Idealzustand ist halt, dass es dampft und ich würde sagen, schauen wir mal in ein paar Wochen hinein, was dann daraus geworden ist. Gut, das war's. Kompostieren im Big Bag beschwert mit Automaten, denn ja, es kann sein, dass man irgendwann einmal die Gartenerde nicht mehr kaufen wird können und hier produziert man halt seine eigene Gartenerde, ist ja nichts dabei, oder? Die man Gartenerde entsteht ja auch irgendwie und ich würde sagen, das wäre zum Beispiel ein Anfang. Ja, ich weiß, wenn das Ganze ein bisschen reifer ist, kann ich dann aus dem Komposter sozusagen ein, zwei Schaufeln Kompost mit den Würmern noch hineingeben, dass noch mehr Organismen hineinkommen. Aber zuerst lassen wir es ein bisschen verrotten. Gut, das war's. Ende.